Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge. Ja, Kingdom Come, wollte ich gerade sagen, Deliverance. Und wir sind auf der Flucht gewesen. Unser Vater wurde ermordet, unsere Mutter wurde ermordet. Eigentlich wurden alle ermordet. Und ja, ich bin ein bisschen betrunken hier, wie man sieht, weil ich gespeichert habe. So, aber ich denke, wir werden jetzt einfach mal gemütlich machen, wollte ich gerade sagen. Wir werden jetzt einfach mal weiterspielen und gucken, was der Herr dieses Hauses, wo wir Zuflucht gefunden haben, uns vielleicht irgendwie helfen kann. Du bist in einem privaten Bereich. Okay, hier gehen wir vielleicht nicht rein zum Kämmerer. Sind wir wach? Wir rausgehen? Irgendwas machen? Hallöchen, gute Frau. Hier draußen steht doch schon jemand. Aha, reden wir doch mal mit Herrn Robert. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Na gut. Was in Herrgotts Namen ist dort geschehen? Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, Gott. Er wäre ein Schwertschmied, der aufs Geh mit Herrn Robert in die Küche. Wo ist er? Wo ist er? Pass doch auf. Die Küche unten? Ja, okay. Ah, mal gemacht. Ich dachte, jetzt kriege ich gar nichts hier. Oh, da gibt's Essen. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht? Junger Herr, das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herr. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herr. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von deiner Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Sind ja ein bisschen barsch, die Leute damals gewesen. Aber das gehört wohl dazu. Wenn man da auch überleben will, muss man schon ein harter Hund sein. Ein Haudegen, wie man sagt. Oh mein Gott, ich hab Hunger. So, ich bin immer noch betrunken hier. Jetzt darf ich, glaube ich, essen, was ich will, oder? Oh, lecker Linsenbrei. Den schnapp ich mir. Und oh, ein paar Brödels, die nehmen wir auch. Nicht nur einen, dann nehmen wir euch zwei von mit. Hier, der gute Käse, der war gut zu verkaufen, ne? Aber trotzdem mal lieber Käse nochmal mit. Gab's da ordentlich Asche für? Ich glaube, ich sollte alles essen. Wenn ich ein bisschen mehr auf einmal nehmen kann, wäre natürlich cooler, aber hier, gebratene Ente. Oh Gott, nur der beste Kram für mich. Komm, und hier drüben, die Äpfel, die nehme ich auch noch mit. Ich darf ja alles essen, satt essen, hat sie gesagt, satt essen. Aber ich bin auch müde, wie man sieht. Also. So. Achso. Gucken wir mal rein. Da sind wir. Nee, wir wollten uns. So, dann wollen wir essen hier. Essen wir erstmal ein paar Brödels. So, Sattheit ist noch nicht so hoch. Hier, gebratener Lied auch noch. Das muss auch eigentlich relativ gut sein, ne? Genau. Jetzt sind wir noch sehr, sehr. Müde. Bedanken wir uns noch. Herrje. Großer Gott. Oh, schön. Gut, dann gehen wir zum Vorhof. Ich muss mich hinlegen, bevor ich mich noch zu Tode gähne. Aber wo ist das denn? Ah, da. Da rein? Das vielleicht? Müdigkeit. Setze dich mit A auf das Bett, wähle schlafen. Okay, machen wir mal. Bäm. Und dann wollen wir schlafen.
Super, das war auch ein anstrengender Tag für uns, muss man sagen. So, wie spät ist denn das jetzt? Es ist jetzt, wie lange möchtest du schlafen? Es ist jetzt. Was ist denn gar nichts geschehen? Ich habe dort Verwandte. Komm, wir schlafen einfach mal 12 Stunden. Ach krass, das kann ich nie mehr abbrechen. Ach, hat er selbst gemacht, okay. Wie sollst du auch schlafen, ne? Wenn du gerade deine Eltern ermordet hast, gesehen hast, wie die ermordet wurden. Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Na, ob sie nur Wein will? Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättest du nicht. Du hättest auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber, um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein. Wenn dir danach ist. Ups, jetzt sind wir dran. Nee, noch nicht. Ja. Ich glaube, es ist ja auch gerade erst passiert. Vielleicht braucht es noch etwas Zeit, um darüber reden zu können. Man weiß es nicht. Komm, wir berichten vom Vorfall. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ich ging zur Schenke und traf Melisse. Ich trieb Schulden ein. Und vor nicht enthalten. Ich mach so. Ein Kerl namens Kuhne schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kuhne blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszuholen. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Vater, nicht reden über das Leben. Ratzig beruht das Schwert. Ich habe heimlich mit dem Schwert geübt. Na, wir machen so. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Erfolg. Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ich sah Rauch am Horizont, ein riesiges Heer, sagen Sie, Kuman in Sieges... Ich sah Rauch am Horizont, machen wir mal. Ich sah Rauch über einem Weiler aufsteigen, den Sigismund auf dem Weg zum Dorf geplündert hatte, das bald dasselbe Schicksal erhalte. Gott hab Gnade. Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Die Skalitz zerflohen zur Burg. Ich sah, wie sie meine Bianca dann... Sie töteten meine Eltern. Ich glaube, das ist das Beste. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holte, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden.
Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Palmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Die Kumanen plünderten das Dorf. Die Belagerung begann. Ich brauchte ein Pferd. Ich lief um mein Leben. Ja, mach mal, ich lief um mein Leben. Ich rannte wie der Teufel, weil mein Leben davon abhing. Aber mein Schutzengel wachte über mich und ich schaffte es bis zur Mühle. Gut, dass es dir gelang. Der Herr sei gepriesen. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war vom Kumanen gefasst worden, die sie schänden wollten. Ich will mal nicht lügen, das kriege ich glaube ich nicht hin. Ich wollte ihr zur Hilfe eilen. Gott weiß, wie sehr ich es wollte, aber... Ich trug zwar Herrn Ratzigs Schwert bei mir, aber sie waren in der Überzahl und auch gut gerüstet. Mir gelang es lediglich, eines ihrer Pferde zu stehlen und wegzureiten. Ich konnte ihr ebenso wenig helfen wie meinen Eltern. Es war nicht deine Schuld. Naja, ein bisschen schon. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medig von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer, sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und... völlig plötzlich, ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagst du? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und... da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, du bist noch jung und wunderschön. Du hast deine besten Jahre noch vor dir. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Na,
Kleine Romanze bahnt sich an. Wahrscheinlich, dass das nächste Dorf, was angegriffen wird, da. Fand er wohl ganz schön, der gute Mann. Der kleine Heinrich. Oh, träumen wir wahrscheinlich noch länger von, ne? Bewegt euch! Ihr müsst euch beeilen! Schnell! Wir müssen die Tore schließen! Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich, hilf uns! Hilf uns, mein Sohn. Sei kein Feigling. Oh Mist. Du wirst auch nicht träumen, oder? Verdammt nochmal, du. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Scarlets auf dem Weg hierher. Das ist doch gut. Da ist ja hier jemand dabei, der er kennt. Hat er seine Stiefel nicht ausgezogen, als er im Bett lag? Wie geht's raus? Ne? Ja, wo müssen wir denn längs? Und da längs wahrscheinlich, ne? Da. Verstecken, bis alles vorüber ist. Oh? Gott sei mit dir. Was ist hier los? Weißt du, was hier los ist? Mann kommt. Wer sonst? Er ist der Robert der Bastard Scarlets und nun will er sich Tallenberg holen. Okay. Gucken wir mal, wo der gute Herr Robert ist. Kann auch ein bisschen laufen, ne? Aufgepasst! Wenn es Sigismund ist, seid auf das Schlimmste gefasst. Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Wo ist Herr Robert? Erzähl mir, was los ist. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deshalb wurde Sigismund bei Nacht auf Tallenberg vorrücken. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Scarlets eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Speer von Herrn Bewisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Speer noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Gott behüte. Da. Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welch Erleichterung! Ach, guck mal. Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Dibbisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt.
Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Scarlets. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte an Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg ist nach Rathay. Alle laufen hinterher. Naja, jeweils kümmert er sich um sein Volk. Ach man, Heinrich, du siehst schon besser aus. Gar keine Kratzer mehr im Gesicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder Kratzer. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen... Jetzt schneiden wir kurz an Herr Robert. Wie kann ich helfen? Also die Verletzung wieder da. Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern, allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Alles gut. Na gut. Halt auf dem Wehrgang Wache. Sollen wir nur ein bisschen hinhergehen oder was? Ja, gut, wenn ich irgendwie eine Waffe bekommen würde oder was. Dann gehen wir hier hoch. Glück. Oh, das ist ein privater Bereich, den gehen wir hier mal raus. Sie doch denken, wir wollen was klauen, das wollen wir nämlich nicht. Gehen wir in eine andere Richtung. Reden? Gesundheit. Was hältst du von der Flucht von Skalisse? Was hältst du von der Überraschung letzte Nacht? Und was das für eine war. Aber ich bin froh, dass die Leute gerettet sind und es nicht Sigismund war. Bestimmt kommt er früher oder später. Aber jetzt können wir uns wenigstens vorbereiten. Vielleicht lässt der Thalenberg in Frieden. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gut möglich, dass er nur auf Herrn Ratzig ausgeht. Hä? Läuft herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Natürlich gehen wir hier rum. Wenn wir die Zeit überspringen, warte bis zum Morgen. Da wollen wir Pferde springen. Wir springen ja mal so 4 Stunden. Krass, dass die Uhrzeit nicht noch in Echtzeit ist, oder? Die dreht sich verdammt langsam. Ich kann sie auch nicht schneller drehen oder so. Oh oh. Das hört sich an, als ob da jemand kommt. Die laufen auch alle. Da ist eigentlich noch passiert. Was soll denn weg sein? So
Und bewegt euch! Los! Auf! Los! Oh, jetzt bin ich gespannt. Bestimmt ist der Siegesmund im Anmarsch. So ein Scheiß. Wie soll es den Scarlet-Sonner gehen? Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Sieh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr. Oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquard von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquard. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass er das gut fand, die Antwort, aber naja. Der gute Devisch ist ein Mann der Tat, beziehungsweise ein Mann, der zu seinem Wort steht. Was macht er jetzt? Greift er jetzt doch an? Die drehen weg. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Wir zurück an die Arbeit, Robert. Dann haben wir Glück gehabt.
Na, das ist wohl unser Erzfeind. Den wollen wir auf jeden Fall nochmal zur Strecke bringen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr passieren. Aber gucken. Bestatte deine Liebsten in Scarlett, sprich mit deinem Robert beschafft. Komm, Herr Robert, sag uns was. Gott sei mit dir. Und mit dir. Ich muss nach Scarlett. Herr Robert, ich muss nach Scarlett. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Was soll ich machen? Ich muss meine Eltern begraben, lass mich raus, sonst platzt mir der Kragen. An meiner Stelle würdest du dasselbe tun. Oh, ich glaube, ich mache mal das hier. Meine Eltern starben dort. Ich bin ein freier Mann und muss niemanden fragen, was ich tun oder lassen soll. Sag deinen Leuten, sie sollen mich rauslassen. Oder ich garantiere für nichts. Sei froh, dass ich gute Laune habe und sie mir nicht von einem Grünspan verderben lasse. Noch ein Wort in diesem Ton und du endest im Verlies. Naja, man kann es einmal probieren, ne? Weshalb griff Sigismund Scarlett an? Weshalb brannte Sigismund Scarlett nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Und was hat der Sigismund denn vor? Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf, allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Ich würde sagen, dass es ein strategischer Punkt ist. Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. Auch nicht, schade. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Okay, die Kumanen sind mir eigentlich egal. So, dann gucken wir mal. Ja, auch wieder gehen, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall, was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall die Rüstung. So, reden wir erstmal mit dem Wächter hier. Ob wir einfach so raus können? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir fragen ihn trotzdem mal. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Ich muss meine Eltern begraben. Aufmachen, sonst kracht's. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich zahle auch. Ich muss meine Eltern begraben. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was schwebt dir denn so vor? Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Okay.
Möge Gott über dich. Ah, nee, warte mal. Gibt es hier einen Händler? Das kann er mir mal sagen. Wenn es hier einen Händler gibt, wäre natürlich nicht schlecht. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Hast Hunger, was? Du solltest zur Köchin gehen. Sie hat ein gutes Herz. Besonders, wenn du Geld hast. Okay. Für alles andere geh zu Votava. Ah. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze. Kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Perfekt. Also, gehen wir als erstes mal zu dem Typen. Kornspeicher. Das ist der Kornspeicher hier, ne? Oder ist das der Kornspeicher? Das ist der Kornspeicher hier. Woran kann ich das erkennen, ist die Frage. Hier drin ist, hier sind Fässer. Und hier ist Korn. Das ist der Typ hier. Dorfbewohner. Ach, der hier so. Ne? Der hier vielleicht? Ja, Votava. Schnacken wir mal mit ihm. Beste Grüße. Hallo. Ich möchte handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Alles Gute. Okay, gucken wir mal, können wir irgendwas verkaufen, was wir hier haben? Wir haben einen minderwertigen Pfeil, den können wir auf jeden Fall verkaufen, oder? Ja, können wir auf jeden Fall. Das ist auch eine Waffe gleichzeitig, ne? Komm, wir legen die mal in den Warenkorb. Alle drei. Warenkorb prüfen und Handel abschließen. Super, aber red nochmal mit ihm. Oh Gott, kurz handeln. Handel. Können wir handeln? Ja, können wir. Wenn du Geld. Hab ich. So, was bietet der mir an? Die Triche, die ich kaufen kann? Die kosten 14, 10 Stück kosten 14,5. Ich habe 8,5. Wisst ihr was? Ich glaube, es wird hier doch garantiert irgendwas zum Verkaufen geben. Die Hühner wahrscheinlich nicht. Dann gehen wir hier rein. So, vielleicht weiß ja hier drin noch jemand mehr über was. Guck mal, er hier zum Beispiel. Können wir ihn ja mal was fragen hier. Den Wächter. Kann er uns weiterhelfen? Gott sei mit dir. Oh, auch mit dir. Wegen Sigismund Armee. Diese Sache mit Sigismund ist letzten Endes gut ausgegangen, nicht wahr? Und wie? Ein guter Anfang. Und als nächstes jagen wir ihn und seine Kriegshuren aus Böhmen fort. Nettes Gespräch. Gut. Mehr kann er mir nicht sagen. So, wir gucken mal erstmal hier rum. Gut, hat der was zu sagen? Gott sei mit dir. Wo mit dir? Gibt es hier? Okay, auch nur Händler. Na gut, wir gehen mal zur Köchin. Das wurde ja gesagt, sie sollten wir aufsuchen. Das machen wir jetzt. Vielleicht kann sie uns ja etwas geben. Ist sie die Köchin? Ne, ist die Dorfbewohnerin. Ist sie die Köchin? Nein, ist auch ein Dorfbewohner. Kann sie die Tür nicht aufmachen? Soll ich dir helfen? Bitte schön. Geh rein. Dann gehe ich jetzt erst rein. Ich kann nicht. Ja, du stehst im Weg, gute Frau. Oh, hier ist eine Kiste. Ja, Schloss knacken. Du siehst drinne. Die Köchin müsste sich ja eigentlich in der Küche befinden. Da, das ist doch die Köchin. Reden wir mal mit ihr. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Wegen Sigismund Armee. Wo kann ich etwas kaufen? Oder lass uns handeln. Okay, sie hat nur sowas. Aber warte mal, was hat sie denn da noch gesagt? Wo kann ich etwas kaufen? Bei wem bekomme ich etwas zu essen? Was glaubst du, junges Gemüse? Na, bei mir. Und wenn du was Spezielles willst, kann ich dir da auch helfen. Was? Sexuelle Belästigung? Na gut. Mach's gut. Noch hat sie nichts, was wir brauchen. Wir haben ja auch noch keinen Hunger. Schloss knacken leicht. Also, hier können wir nicht so viel machen. Was ist das denn? Ach, kann ich nur hinsetzen, okay. Hier liegen ein paar Arbeiterhandschuhe. Ist hier jemand drin? Darf ich einfach reingehen? Was kann ich denn hier stehlen? So ein Korb? Kohl. Gibt jetzt nicht so viel, ne? Radieschen. Nimm alles mit. Hat keiner gesehen.
drin. Man kann hier fast alles mitnehmen, ne? Okay, hier ist auch nichts drin. Muss aufpassen, dass keiner reinkommt hier. Da ist so ein Käse, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Brot nehmen wir auch noch mit. Kann ich nur aufpassen, wenn ich erwischt werde. Dann landen wir wahrscheinlich gleich hier im... Ja, wo man landet. Aber irgendwo landet man bestimmt. Was ist da denn drin? Forelle. Wow! Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt lieber raus. Hier, oh, warte mal, da ist auch noch ein Korb. Vielleicht ist da noch was drin. Auch mit. Alle vier. So. Dann können wir hier verkaufen. Gehen wir mal schnell raus. Hat uns keiner gesehen. Gut. Also das sind Sachen, die wir verkaufen können. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber wir brauchen ja auch noch irgendwie... Gut, da ist mein Schlafplatz. Da soll ich jetzt... Was zeigt mir denn die Karte an? Wo soll ich denn hin? Wir schaffen ja... Okay, die Rüstung, ja. Gehen wir erstmal hier rein. Da mein Schlafplatz. Oh, hier ist noch eine Fackel. Die nehmen wir auch gleich mit. Die darf ich ja nehmen, ne? Ist ja meine. Wahrscheinlich. Ah, okay. Wenn du bei Nacht Licht brauchst, halte gedrückt, um eine Fackel zu benutzen. Oder noch besser, nimm einen Trank des Nachtfalken. Na gut. Also die Rüstung. Gut. Vielleicht kannst du noch irgendwie... Noch keiner, der uns irgendwie helfen kann, ne? Gehen wir hier hoch. Gucken wir mal, ob hier was drin ist. Und Hallöchen. Jemand dort? Ist jemand zu Hause? Hier ist doch der... Hier einfach reingehen. Ist vielleicht nicht so gut, oder? Private Gemächer. Gehen wir lieber raus. Was da drüben? Schlossknacken schwer. Ich muss so gucken. Setzen. Hier ist nichts. So, gehen wir noch einen höher. Gucken wir mal hier rein. Oh, sehr schwer, Schlossknacken. Schlossknacken leicht. Ich traue mich hier fast gar nicht, weil ich Angst, dass jemand rein... Ach, guck mal, da sitzt doch noch jemand. Vielleicht kann ich mit dir reden. Hallo. Herrin. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Okay, sind wir ehrlich? Ich muss nach Scarlet. Ich würde dich gerne um etwas bitten, Herrin, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Ich muss meine Eltern bekommen. Meine Eltern liegen in Scarlet im Dreck und sind in Krähen ausgeliefert. Ich kann sie nicht einfach dort lassen. Wie schrecklich. Gott sei ihren Seelen gnädig. Aber ich kann dir nicht helfen. Ich will nicht dein Leben auf dem Gewissen haben. Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Einfall. Wo bekomme ich eine solche Rüstung? Und wo bekomme ich solch Rüstung. Eine Rüstung? In der Rüstkammer. Wo ist die? Und wo ist die? Okay. Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Okay. Wenn Sie fragen, wo ich hin will, ich muss vielleicht ein... Oh, Bestechungsgeld. Das ist mir peinlich, aber man benötigt Geld, um jemanden zu bestechen. Leider habe ich keins. Woher denn auch? Mach dir deshalb keine Gedanken. Das sollte genügen. Was? Vielen Dank, Herrin. Ah, sie hat mir Geld gegeben. Ich zahle es zurück. Das ist natürlich sehr nett von ihr. Oh, was, wenn Sie fragen, wo ich hin will? Sie fragen am Tor bestimmt, wo ich hin will. Du könntest sagen, Herr Robert hätte dich nach Uschitze geschickt, um dort zu fragen, wie es allen geht. Das klingt einleuchtend. Okay, sie ist ja nett. Vielen Dank. 25 Groschen haben wir bekommen. Ich muss jetzt los. Das ist schon recht viel, ne? Da können wir auf jeden Fall Dietrich hierfür kaufen. Mach. So. Gut. Die in der Rüstkammer. Mal gucken, wo die Rüstkammer ist. Ist gerade nicht vor Augen. Das ist wahrscheinlich der Turm, die Rüstkammer. Oder ist auch ein Turm. Gleich mal gucken. Ich gehe noch mal einmal zum Händler, weil ich habe ja diese Forellen. Die kann ich auch bestimmt verticken bei dem. Und dann holen wir uns noch ein paar Dietriche, falls das nicht klappen sollte mit dem... Knacken von Schlössern. So, da sitzt ja der Votava. Handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld. Ah, ruhig. So, erstmal will ich was verkaufen, junger Mann.
Und zwar, hast du Lust auf Forelle? Ich brauche keine Forelle. Gut. Noch irgendwas verkaufen? Also ein paar Sachen können wir ruhig noch verkaufen. Hier den Linn, aber gibt es nicht so viel für, ne? Für den Käse gibt es ein bisschen mehr. Wir haben ja auch noch Käse da liegen. Pass mal auf, wir verkaufen mal hier 2 Stücke Käse noch. Und den Retterschnatz behalten wir natürlich. Dietriche haben wir 4. Verbände haben wir auch. Das ist doch gut. So, Warenkorb prüfen und Handel abschließen. Jetzt haben wir eine Kohle bekommen und wieder Ruf wurde auch verbessert. Das ist natürlich super. Können wir handeln? Ja. Wenn du noch was kaufen bei dem. So, Dietriche will ich auf jeden Fall haben. Ja. So, die Dietriche. Einmal. Kostet ein Dietrich 14,5. Das ist ja absoluter Wucher. Ist auch eine Schatzkiste für 96, ist klar. Aber ich glaube, ich nehme die Verbände nochmal mit. So, Warenkorb prüfen. Du zahlst 28 nur. Alter Schwede, wie muss ich denn bitte versuchen zu falschen? Machen wir mal. Ich bin gespannt, lass uns geht über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Also du kannst beim Kaufen und Verkaufen falschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest, mit Steuerkreuz oben oder Steuerkreuz unten und bestätige mit A. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot, lehnt ab und erbreitet dir dein Gegenwort und wartet auf deine Antwort. Also mal gucken, was wir dann haben. Lässt sich der Regler weder in die eine noch andere Richtung bewegen, bedeutet das, dass der Händler entweder dir oder den Händler an Geld mangelt. Okay, mal rausgehen. Gut, also er will 29 haben. Bei 30? Nee, Leute, Quatsch. Er will 29 haben und ich will, sagen wir mal, 26. Na, sagen wir 25 zahlen. Wir fangen mal ganz niedrig an. Was sagst du dazu? So kriegst du mich nicht rum. Okay. Also, wir sagen 26. Mein letztes Angebot. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Okay, er ist schon leicht böse. Dann ist das angenehm. Lass uns das nehmen. Na gut, einverstanden. Ein bisschen runtergegangen ist er ja. Ruf wurde sogar verbessert, okay. Die Sachen haben wir auch. Jetzt müssen wir uns um die Rüstung kümmern. Ich dachte, wenn die schlafen, legen sie ihre Rüstung ab. Wann schläft man? Wahrscheinlich nachts. Sollten wir uns auch hinlegen zum Schlafen kurz. Und oder in der Nacht rumlaufen, vielleicht ist es einfacher. Obwohl, warte mal, wir können ja mal hier hochgehen. Was ist hier? Geht hoch. Hier um die Tür. Können wir mal reingehen? Gleich wieder schließen. So, was? Guck mal, hier finden wir ja auf jeden Fall schon mal ein Schild. Noch ein Schild. Kann ich wieder reden? Das war doch der Chef. Aber das interessiert ihn gar nicht, jetzt da war. Okay. Ich dachte, er hätte mich jetzt gerade beim Stehlen erwischt. Hat er gar nicht. Haben wir Glück gehabt. So ein Hufeisen kann ich nicht mehr nehmen. Hier ist eine Kiste. Wo geht's denn da rum? Wir gehen mal runter. Mal gucken, was unten ist. Hier sind auch Kisten. Schlossknacken schwer. Sehr schwer. Schwer, okay. Kann man das überhaupt schon? Das Schloss ist zu kompliziert. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Gucken oben nochmal nach. Irgendwo müssen wir ja was bekommen. Was gehen wir noch eine Etage höher? Gucken wir mal da oben, was da ist. Ach, das ist von der anderen Seite, okay. Ach hier, guck mal, da liegt doch auch was Feines. Ah, hier stehen wir in dem Bogen. Alles stehlen.
Da kann ich auch noch mitnehmen, okay. Den nehmen wir auch noch mit. Und hier ist noch ein länglicher Bogen, den nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir noch einiges eingesteckt. Gibt es hier noch irgendwas? Ne. Hier? Stehlen? Was kann ich da stehlen? Pfeile, okay, nehmen wir alle mit. Hier auch noch Pfeile drin? Ah, die habe ich schon gerade eben genommen, ne? Gut. Gucken wir mal, ob jemand kommt. Ne? Gut, was ist das mit den Kisten hier? Schwer? Schwer, also die können wir auch nicht knacken. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Ups. Dumm, die dumm, die dumm. Wobei an der Wache. Die glaubt, wir haben irgendwas geklaut. Aber natürlich nicht. So, weiter geht's. Alter, ach, ich muss einmal komplett rumlaufen jetzt. Hui. Gut. Wer ist er denn? Die Kamera. Okay, mit ihm können wir nicht reden. Wo geht's hier hin? Schloss knacken sehr schwer, da wollen wir dann gar nicht erst rein. Guck mal, ob die Wächter irgendwas anderes zu sagen haben, aber ich glaube nicht. Ist ja auch die Frage, dass sie mich nicht sehen mit den Bögen. Ich meine, wo habe ich die drin? Habe ich so eine Tasche wie Guybrush Threepwood aus Monkey Island, dass mir alles verschwindet? Ein bisschen unrealistisch, aber naja. Das ist auch das Einzige, was ich kritisieren kann gerade. So, ich gehe noch einmal ganz kurz zu dem Händler, weil ich habe jetzt so viele Sachen gestohlen. Vielleicht kann ich die ja alle verkaufen hier. Also nicht alle, aber ein paar Sachen. Dann kann ich hier mal ein bisschen Geld machen. Können wir handeln? Wenn du... So, wir gucken, was ich verkaufen kann. Und zwar habe ich nämlich... Guck mal, ich habe auf jeden Fall... Also wir können auf jeden Fall das Ding verkaufen hier. Also was ist besser? Der Haselnussbogen, den behalten wir. Das heißt, wir verkaufen... Die... Was heißt denn immer diese rote Hand davor? Weiß ich gerade nicht. Ist die das? Nein, ich wollte noch mit ihm reden. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Habe ich. So, komm her. Also, wir verkaufen. Und zwar verkaufen wir... Langstreckenpfeil? Nee. Langstreckenpfeil. 18 Stück. Okay, wir verkaufen jetzt einfach diesen Bogen hier. Ein Schild brauchen wir wahrscheinlich noch, um als Ausrüstung gelten zu lassen. Und den verbesserten Pfeil hier behalten wir. Genau. Sollen wir versuchen, ihn zu falschen? Wir falschen auch nochmal. Kriegen wir noch ein bisschen runtergedrückt. Mal sehen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja. Gern. So. Gib mir doch mal 35. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, das sollte passen. Sehr gut. Ein bisschen gehandelt wieder. Das ist natürlich nicht schlecht. Na gut. Jetzt ist natürlich die Frage... wie wir an eine Rüstung kommen. Keine gesehen. Aber wir warten mal, bis die Nacht einbricht. Das heißt, wir gehen und legen uns einmal kurz schlafen für ein paar Minütchen. Dann gehen wir abends mal rum. Was ist denn hier zum Beispiel? Was ist denn hier drin zum Beispiel? Hier schläft doch auch jemand. Na gut. Aber wir legen uns mal hin. Muss ja nur bis zur Nacht warten. Das dauert ja nicht lange. So, die Nacht bricht an zu schlafen. Und zwar ist jetzt 10 Uhr morgens. Lass uns mal warten bis 11 Stunden ist eine gute Zeit. So. Und das Spiel wurde auch gleichzeitig gespeichert, was natürlich super ist für uns. Das wäre jetzt dunkel schon. Anscheinend aber nicht. Hä, wieso? Wie spät ist denn das?
Das war abends jetzt gewesen. Nun gut, wir haben immer noch keine Rüstung. Schläft hier noch jemand drin? Halt. Hier ist eine Kiste. Jetzt kann da drin sein. Kommt ja gerade keiner rein, ne? Testen wir mal. Da ist denn? Okay. Mal raus. Traue mich das nicht mehrere Male zu machen, weil sonst hat auf jeden Fall jemand mich erwischt oder so. So, wir brauchen aber trotzdem immer noch eine Rüstung. Wo kriegen wir jetzt eine Rüstung her? Was war das denn? Ist da jemand drin? Hier ist eine Truhe. Mach die Tür zu. Ist hier jemand? Da? Auch keiner. Wir testen. Sag doch mal jemand was. Was zur Hölle war das? Was treibst du hier? Verzieh dich oder ich gebe dir Saures. Entschuldigung. So komme ich da nicht ran. Aber die Truhe könnte man knacken. Geht es da runter? Geht dahin. Ist da jemand? Höre ich nichts mehr. Versuchen mal hier zu knacken. Wo war das? Da. Wow. Ich habe es geschafft. Wir nehmen alles mit. Da war alles drin. Wie schnell raus hier? Das war ziemlich einfach eigentlich. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, aber wir gehen in unser Quartier und ziehen uns da um. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Nicht, dass noch irgendjemand überrascht hier. So, gehen wir hier rein. Schütze. Gut, dann wollen wir kurz gucken, was wir da so alles erwischt haben. Also Rüstung. Also, wir ziehen an. Gepolsterte Bunthaube. Gewöhnliche Beckenhaube. Jagdhandschuhe. Leicht gepolsterte Rüstung. Nackenschutz. Verzierter Wappendingsbums. So, das müsste es doch gewesen sein, oder nicht? Habe ich noch mehr? Roter Kapuzinerschal? Nee, wir lassen das an. Das haben wir an, das haben wir an, das haben wir an. Ne, haben wir alles an. Aber jetzt haben wir noch die Waffen. Vielleicht ein Schild und ein rustikaler Haselnussbogen. Sieht doch schon ganz gut aus. Trotzdem, ich glaube, ich speichere noch mal ganz kurz hier für 1-2 Stunden. Einfach nur, weil wir es können. So, wir schlafen kurz. Trödel ist okay, ich kann nicht schlafen, gut. Aber wir haben es erwischt. Also, wir versuchen rauszukommen jetzt. Brauchen natürlich auch ein Pferd. Welches Pferd nehmen wir denn da? So ein einfaches Tier?
aufsitzen und stehlen? Ich traue mich jetzt gar nicht, so ein Pferd zu klauen. Wir gehen mal runter, vielleicht kriegen wir irgendwo anders noch ein Pferd her. Wir gehen jetzt einmal zur Wache. Vielleicht sieht die uns jetzt ja nicht und lässt uns einfach durchgehen. Ich könnte auch einfach hier runterspringen, ne? Sehe ich gerade. Ja. Geht wahrscheinlich nicht. Obwohl bei dem Spiel ist ja das Gute ist, dass es super viele verschiedene Lösungen gibt, ne? Viel Gesundheit. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Möge Gott über dich wachen. Cool. Ah, danke. So, jetzt brauchen wir aber noch ein Pferd. Entkomme aus der Burg und gelange nach Scarlet's. Also ich glaube, Scarlet's ist schon ganz schön weit weg, ne? Komm mal raus, wo ist Scarlet's? Das Tallenberg? Da hinten. Das ist noch ein Stückchen, aber vielleicht finden wir hier draußen ja irgendwie irgendwo ein Pferdchen. Hier machen? Lesen. Yachi Kajing Alexander Dish Flanker. Okay. Ja, vorbeigehen. Die tun uns ja nichts. Was hier denn? Das Dorf von unten. War nicht verkehrt. Warte, wir haben noch Schnellreisepunkte gehabt, oder? Warte mal. Gucken wir mal kurz. Schnellreisen, oder? Hierhin schnellreisen. Dahin schnellreisen. Jetzt. Schneller ist jetzt nicht möglich. Okay, hier vielleicht hin? Ja, wahrscheinlich, weil man das mit dem Pferd einmal machen muss. Na gut, machen wir das. So kriege ich ein Pferd her, ist die Frage, ohne es stehlen zu müssen. Also wir müssen eins stehlen, da kommen wir glaube ich nicht drum rum. Das darf uns bloß keiner erkennen. Das ist das Witzige. Kann natürlich gut sein, dass uns jemand erkennt. Naja, der Ausdauer geht weg, ich weiß. Gucken wir uns mal ein bisschen hier rum. Ein Sühnenkreuz. Was kann ich denn am Sühnenkreuz machen? Gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob man noch irgendwas machen kann. Rose Benjamin, okay. Oder Rose Benjamin. Mhm. So. Wenn hier so ein Pferdchen hat. Sind nur Kühe, ne? Eine Kuh kann nicht reiten. Na gut, dann laufen wir ein bisschen. Aber ich glaube... Wollen wir jetzt mal ein Kräuter einsammeln? Man kann auch ein bisschen die Natur genießen. Sieht ja schon ganz cool aus. Das Ganze hat ja auch echt was. Es ist ja mal ein Rollenspiel, was mir gefällt, weil es einfach mal ohne Magie ist und ohne... ganz Drachen und so. Das ist wirklich mal einfach mal so ein bisschen. Ist wahrscheinlich hyperrealistisch, ist es jetzt nicht. Das gebe ich zu. Aber es ist trotzdem echt irgendwie entspannt. So. Also es ist alles so ein bisschen. Man muss echt aufpassen, was man macht, was man sagt. Aber sonst ist es wirklich gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Besser ist da ein Steckchen drin. Interessanten Ort entdeckt. Mal auf. Wow! Ich glaube es nicht. Ich nehme alles mit. Wie cool ist das denn? Du hast entdeckt Lager. So, da kann man Sachen. Auch nicht schlecht. So, hier ist nicht so viel passiert. Aber hier sieht es aus wie ein. Gibt es einen leckeren Schmaus?
Lecker, lecker, lecker. Hier ist gar keiner da. Ist das Dorf leer? Aufgabe fehlgeschlagen. Beschafft dir ein Pferd. Huch. Was denn nun? Okay, ein Pferd konnte ich mir nicht beschaffen, wie man sieht. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Okay, also bin ich direkt dahin gekommen. Na gut, man muss ja nicht alle Aufgaben erfüllen. Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Wege, die Aufgaben zu lösen. Und eine davon war eben, durch kein Pferd zu holen, sondern dahin zu laufen. Bin ich froh, dass ich den ganzen Weg nicht laufen musste. Ach, da liegen schon die ersten Leichen. Schon blöd. Wenn man überlegt, dass es echt damals so war, einfach nur hier gemetzelt, alles liegen gelassen. So war das, ne? Quest abgeschlossen auf der Flucht. Sehr gut. Aber ich glaube, auch ab hier machen wir, glaube ich, mal direkt eine kleine Pause. Aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt schon wieder relativ lang gespielt haben. Wie gesagt, ich komme so mit ein, zwei Videos die Woche mit diesem Spiel. Ich denke mal, ich werde es sogar dabei belassen, dass das Ganze vielleicht nur einmal die Woche kommt. Vielleicht immer freitags. Ich glaube, ich suche mal einen festen Tag aus, wo ich das erscheinen lasse. Dafür dann auch immer ein bisschen über eine Stunde. Einfach mittendrin aufzuhören, finde ich bei diesem Spiel immer sehr unpassend. Deswegen, ich möchte schon mal irgendwas abschließen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.